Herzlich willkommen jetzt zu einem weiteren YouTube-Video hier auf unserem Kanal, der heute, ja wie gewohnt, am Ende der Woche zu unserer Backtesting-Session. Also für alle, die an der Stelle neu sind, wir machen das hier jede Woche, dass wir uns hinsetzen und für die vergangene Woche wirklich im Detail jeden Trade anschauen, der sozusagen hier mit unserem Tradingplan möglich gewesen wäre. Wir beleuchten sozusagen jede Woche hier aufs Neue im Detail dieses System und schauen uns wirklich alle Trades an, die damit in DAX möglich gewesen wären. So den Tradingplan, das ganze Trading-System bekommt ihr kostenlos bei uns in unserem Telegram-Kanal. Einfach da mal in der Beschreibung gucken, da könnt ihr da rein, da findet ihr sozusagen diesen Trading-Plan und zusätzlich auch noch unser Backtesting-Sheet. Das ist sozusagen das Sheet, wo wir all diese Daten von diesen ganzen Wochen dokumentieren. Ihr habt ja einmal die Übersicht, seht ihr sozusagen den Gesamt-Performance-Verlauf. Ich stehe jetzt hier bei einem Gesamt-Profit von über 1100%, was wirklich komplett gestört ist, machen durchschnittlich pro Trade, pro Gewinntrade 2,7%, haben aktuell wöchentlichen Durchschnitt von 4,47%. Also man braucht im Schnitt aktuell so 2 bis 3 Wochen, eine Challenge sozusagen durchzuballern, wenn man jetzt mit Prop-Firmen arbeitet. Und ihr seht ja, wie konstant das Ganze läuft. Es ist wirklich ein sehr systematisches System, wirklich sehr einfach erlernbar. Genau, und hier habt ihr sozusagen hier unten dieses Übersichtssheet und hier ist sozusagen das Journalsheet, wo wir sozusagen alle Trades dokumentieren. Ihr seht ja, hier geht es mit letztem Jahr los. Das war jetzt hier die erste Kalenderwoche 2023, zweite Kalenderwoche 2023. Das ist immer so ein Abschnitt, ist sozusagen eine Woche. Und dann hier ist auch ganz simpel, habt ihr sozusagen die Dinge, die ihr erstmal zum Trade dokumentiert, sozusagen Trade Nummer, wann eröffnet wurde, Short oder Long, wann er geschlossen wurde, ob es ein Win oder Loss war, das mögliche CRV, wenn es ein Loss war, wie hoch der Loss war, wenn es ein Win war, wie hoch der Win war. Und dann ist hier sozusagen alles Auswertung, also Haltedauer, die Risk Units, der Kontostand, also anhand des Startkontostands hier oben berechnen, das könnt ihr verändern. Dann nochmal der Kontostand in Prozent, das Tagesendergebnis, immer wenn ein Tag zu Ende ist, wird hier sozusagen das Endergebnis hingeballert, das heißt sozusagen alle Trades drüber gehören zu einem Tag und dann hier unten in der Ecke immer das Wochenendergebnis. Wenn wir jetzt hier mal ganz runter scrollen, wie gesagt, seht ihr das, wir haben hier jede Woche 2023, jede Woche kaum ein Video, haben 2023 mit 760% abgeschlossen und einem Kontostand von fast 86.000 Euro mit unserem Startkontostand von 10.000 Euro, was absolut krass ist. Und dann ging es sozusagen mit jetzt 2024 los. Erste Woche direkt 10%, zweite Woche 5%. Jetzt hier mal runterscrollen zur aktuellen. Bei letzte Woche, siebte Kalenderwoche, sind jetzt hier in der achten Kalenderwoche. In der achten Kalenderwoche, also vorletzte Woche waren wir bei 15%, letzte Woche bei 5%, hatten aber letzte Woche war ein bisschen eklig, wirklich den größeren Drawdown. Aber sowas zeigen wir halt alles ehrlich und real. Wir sind hier nicht, diese Leute, die ihr sonst auf YouTube kennt, die euch hier mit irgendeinem Scheiß die ganze Zeit blenden wollen, euch irgendeinen Müll verkaufen wollen oder whatever. So, wir wollen einfach unser System backtesten. Das würden wir auch machen, wenn wir kein YouTube machen, um halt einfach Daten zu haben, Werte zu haben, auf die wir uns verlassen können, um halt einfach Vertrauen in unser System aufzubauen, einfach zu wissen, was wir, wie gesagt, von unserem System erwarten können, so, weil es lässt sich so viel einfacher traden, anstatt nicht zu wissen, was normal für sein System ist. Und darum haben die meisten Trader auch emotionale Probleme bzw. Mindset-Probleme, weil sie einfach nicht wissen, was normal für ihr System ist. Sie scheißen sich bei jedem Drawdown ein, weil sie wieder nicht wissen, okay, ist das jetzt normal oder nicht. So, wenn ich dann an ihrer Stelle wäre, hätte ich auch Mindset-Probleme. Das heißt aber jetzt genug gelabert, wir gehen jetzt hier ins Backtesting, wie gesagt, jetzt die achte Kalenderwoche, wir backtesten jetzt erstmal die ganze Woche einmal komplett durch und im Nachhinein dokumentiere ich das und dann schauen wir uns hier ganz genau das Ergebnis der Woche einmal an. So, ich bin jetzt hier im DAX schon zurückgesprungen, ich habe mir den die Woche wieder nicht angeschaut, also ich trade das System ja aktuell nicht selber, das ist mir aktuell nicht möglich, leider aufgrund von Zeitverschiebung. Das heißt, wir sind jetzt hier am Montag, 19. Februar, genau, ging die Woche ja los. Das heißt, wir gehen am Anfang des Tages, so wie es auch in unserem Tradingplan ganz genau definiert ist, hier die Schritte, was wir wie, wenn, wo machen, erstmal auf H1 und definieren hier erstmal alle fraktalen Punkte, weil alle fraktalen Punkte auf H1 für uns Liquiditätspunkte sind, also unsere Points of Interest, an denen wir sozusagen nach einem oder auf ein Signal warten, auf unser Signal warten, um halt logischerweise in den Markt zu kommen. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal das High und das Low der Asset Session, ist erstmal immer ganz wichtig für uns früh. Dann haben wir jetzt erstmal, ihr müsst dann jetzt hier nicht alle, wir können jetzt hier alle nach vorne ziehen, aber es reichen erstmal einfach die umliegenden, weil sonst wird das hier schnell
sehr verwirrend und sehr, sehr viele Linien im Chart. So, die meisten machen das jetzt immer so, setzen sich oben, unten ganz einfach einen Alarm, dann, ja, dass sie dann benachrichtigt werden, sobald es hier was Spannendes gibt, wie in dem Fall jetzt sozusagen. Wir haben jetzt hier den ersten Sweep bekommen. Ja, brauchen wir aber noch, ja, ist ja auch ganz klar, in unserem Tradingplan definiert immer unseren zweiten Sweep noch. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal noch kein Signal, trotz dass wir in unserem Point of Interest sind. Immer noch nicht so. Jetzt haben wir den zweiten Sweep hier bekommen auf M5. Wir suchen unsere Signale immer auf M5. Und genau, hätten dann jetzt hier nach unserem zweiten Sweep sozusagen einen fraktalen Punkt gebrochen und damit hätten wir hier unser Signal und würden hier long in den Markt gehen und hier auf diese Entladung dieser Liquidität setzen bis in die nächste Gegenliquidität. Sind wir mal gespannt, ob wir jetzt hier das direkt catchen und erwischen oder ja, ob er uns jetzt hier einfach nochmal raussweept. Schade, okay. Aber ja, dann suchen wir jetzt einfach nach einem Re-Entry, sozusagen nach dem nächsten Bruch von einem fraktalen Punkt. Macht er aber nicht, er sweept weiter, aber er soll gerne weiter sweepen. Hier haben wir jetzt wieder nur mit einem Gap drüber eröffnet, aber nicht drüber geschlossen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall über einem fraktalen Punkt geschlossen, so. Und würden dann jetzt hier an der Stelle wieder long reingehen. Auch wenn wir jetzt hier unten sehr viel Liquidität aufgebaut haben und nicht nochmal wirklich gesweept haben, gefällt mir das gar nicht. Schauen wir, sind jetzt hier bis zum nächsten Liquiditätspunkt wieder roundabout 1,86%. Weil wir immer mit einem Risk, ja, mit 1% Risk im Backtesting arbeiten. Und das sieht ja schon mal viel besser aus, dass er jetzt hier die Liquidität wirklich entlädt. Ach, come on. Am Montag war ja, glaube ich, Feiertag in den USA. Muss nochmal kurz jetzt hier schauen. Jetzt hier, ja, wir haben ja auch ein paar Liquiditätspunkte hier vergessen. Muss natürlich über den Tag hinweg schauen, vor allem wenn der Markt sich so seitwärts bewegt, wo das Liquiditätssystem eigentlich sehr gut performt. Über den Tag hinweg schauen, dass sich natürlich auch neue Liquiditätspunkte auf H1 bilden können, neue fraktale Punkte. Wie in dem Fall jetzt hier, haben wir sie verpasst. Im Backtesting klickt man natürlich dann immer mal schnell mal zu schnell, sage ich. Genau, sondern weil der Trade war so hier gar nicht valide, weil wir haben in diesem Trade einfach zwei Liquiditätspunkte übersprungen, was wir halt so nicht machen. Wir überspringen maximal einen Liquiditätspunkt und genau so. Das heißt, bis zum nächsten Liquiditätspunkt hätte dann an der Stelle das CAV nicht gepasst. Wir wollen halt immer mindestens 1,3, 1,4, 1,5 haben und wenn das CAV nicht passt, nehmen wir uns sozusagen die Bewegung her, die uns das Signal gegeben hat, die den fraktalen Punkt gebrochen hat und messen dann sozusagen die 50% von dieser Bewegung, die, wie gesagt, diesen fraktalen Punkt gebrochen hat und positionieren uns dann mit einer Limit, also gehen nicht Market rein, positionieren uns mit einer Limit bei der Hälfte. So, und dann hätte der Trade hier ja schon wieder ganz anders ausgesehen. Dann hätten wir nämlich 2,6% ja, eingeloggt. So, dann hätten wir nämlich auch hier einen Trade verpasst, nämlich haben wir ihn dann hier, wir haben die Liquidität hier unten genommen, in den Gegenliquiditätsbereich gebracht, den wir hier gebildet haben und haben natürlich gleichzeitig auch hier, sehen wir auch immer wieder, sind immer wieder über ein neues High gegangen und haben hier immer wieder nach unten reagiert, das ist ja kein Zufall, die Liquidität wieder aufgesaugt. Das heißt, dass wir jetzt hier natürlich danach einen Short gesucht haben, hatten dann hier unseren ersten Sweep, noch keinen zweiten, das heißt, hatten hier noch kein Signal, haben dann hier den zweiten bekommen. Das heißt, sobald wir dann hier an der Stelle den fraktalen Punkt gebrochen haben, hätten wir hier auf jeden Fall einen Short gehabt, den wir so auch gemacht hätten an der Stelle. Ich gucke bloß gerade, wir hätten sogar noch vorher hier einen fraktalen Punkt gebrochen, nämlich da. Da muss man natürlich hier genau hinschauen. Der Markt bewegt sich auch etwas komisch, zwecks des Feiertags war das, glaube ich. Und genau, dann würden wir den jetzt hier wieder bis in die nächste Gegenliquidität nehmen. Schauen wir mal, die ist aktuell hier unten. Da, wo sozusagen vorher das Stop-Loss von unserem anderen Trade lag. Da hat sich ein neuer Liquiditätspunkt gebildet, hier unten drunter. Haben wir gesehen, da wurde einiges an Liquidität liegen gelassen. Und daher jetzt sehr wahrscheinlich, wir nehmen die Liquidität hier oben über diesen zwei Liquiditätspunkten und bringen diese jetzt hier nach unten. Wir sehen jetzt hier in dem Fall schon das Ergebnis, dass das auf jeden Fall aufgegangen wäre. Das heißt, ein sehr starker Montag für uns jetzt hier fast.
3% plus die 4% minus 1%. Okay, so, aber wir sehen schon hier, jetzt beginnt hier wieder Asia Session. Das heißt, die überspringen wir erstmal, weil Asia Session traden wir nicht, schlafen wir, oder zumindest die meisten von uns. Das heißt, wir sind jetzt hier schon am Dienstag, springen jetzt hier bis kurz vor 8 Uhr und machen jetzt hier das gleiche wie halt jeden Früh, wie es in unserem Tradingplan ganz genau steht, dass wir uns jetzt hier erstmal alle Liquiditätspunkte sozusagen einzeichnen, die für uns jetzt erstmal relevant sind, also in umliegender Umgebung, sage ich mal. Jetzt hier das High und das Low der Asia Session erstmal, haben dann direkt über der Asia Session hier noch einen Liquiditätspunkt und gehen dann auf M5, könnte man es jetzt wieder oben, unten Alarme setzen, dass man halt weiß, okay, bis eine von diesen beiden sozusagen gestreept wird. Gucken wir mal. Ja, so, das heißt, brauchen wir noch den zweiten Sweep, den haben wir jetzt auf jeden Fall. So. Hätten dann hier den Bruch, weil wir haben ja jetzt hier den ersten Sweep, den haben hier einen Fragteilenpunkt gebildet, den haben wir jetzt hier im Nachhinein gesweept. Es muss ja nicht immer der Sweep ganz unten drunter sein, sondern es kann auch ein Sweep im Nachhinein sein, ist ja auch relevant. Ist genau im Tradingplan definiert, diese zwei Szenarien. Und würden dann hier an der Stelle long reingehen bis zum nächsten Liquiditätspunkt. CAV wird da jetzt aber an der Stelle nicht passen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier wieder die Hälfte, 50%. Ah, positionieren uns dann hier wieder mit einer Limit Order, wie wir das schon jetzt beim letzten Trade oder vorletzten Trade gemacht haben. Und schauen mal, sind damit drin. Und gucken mal, wir müssen natürlich über den Tag hinweg schauen. Ob sich hier noch weitere Liquiditätspunkte gebildet haben. Und da haben sich auf jeden Fall noch einige Liquiditätspunkte gebildet. Nämlich, wir haben einmal den hier. Boah, wir müssen echt jetzt hier im Backtesting mal schauen, dass wir tagsüber hier im Backtesting tagsüber mehrmals auf H1 schauen, dass wir hier keine Punkte vergessen. So, die zwei. Wie gesagt, der Trade hier läuft noch. Er war jetzt hier ja kurz vor dem Take Profit Trade, ist ja aber scheinbar wieder. Ja, es gehört einfach dazu, da kann man nichts machen. Wie gesagt, jetzt der hier oben haben wir auch noch gestreamt, das High der Asia Session. Und schauen jetzt mal. So. In dem Fall sehe ich auch gerade, müssen wir auch mal schauen. Wir sind jetzt hier rein. Ah ne, da hatten sich jetzt diese Liquiditätspunkte hier. Hatten die sich da schon gebildet? Doch, er war sogar schon gebildet, weil da müssen wir jetzt natürlich ehrlich zu uns sein. Dass wir hier halt, wir können es ja auch nochmal ganz einfach so machen, dass wir ganz kurz einfach bis zur Eröffnung hier nochmal zurückgehen. So. Und gucken, welche Liquiditätspunkte davon jetzt schon da waren. Weil der oberste war an der Stelle jetzt hier schon da. Um 10 Uhr. Das war 9 Uhr, ja. Das heißt, wir hätten ihn dann jetzt hier an der Stelle natürlich nicht bis hier hoch nehmen dürfen. Auch wenn es jetzt schön wäre, wenn wir ein größeres CAV hätten, aber wir hätten halt hier den Liquiditätspunkt gehabt und dann den, weil wir halt maximal einschauen zu überspringen, hätten wir den jetzt hier bis ins High der Asia Session sozusagen genommen. Guck mal. Genau, halt, wir wären ja auch dann erst jetzt, wären ja noch gar nicht drin, sondern wären ja erst, jetzt wären wir erst drin, genau. So. Haben jetzt den ersten hier gesweept, genau. Den ersten Liquiditätspunkt. Jetzt haben wir den zweiten gesweept, haben damit jetzt nur 1,5 R kassiert. Aber wie gesagt, da müssen wir halt einfach ehrlich sein. Und schauen jetzt hier an der Stelle nach einem Short Trade. So, haben jetzt hier den ersten Sweep über die zwei Liquiditätspunkte. Dann direkt danach den zweiten. Und haben jetzt hier einen Bruch von einem fraktalen Punkt. Würden dann jetzt hier natürlich Short reingehen. Wäre ein möglicher Trade nach System. So, und schauen jetzt hier wieder direkt nach den nächsten Liquiditätspunkten. Wir haben jetzt einmal hier den hier. Und wir haben einmal den jetzt hier ganz hier unten.
So, das heißt, da müssen wir jetzt hier natürlich schauen, bis zum nächsten würde das CAV an sich passen. 1,3, gerade so. Das heißt, den, ja, würden wir jetzt so mitnehmen. Okay, jetzt hat er auch direkt gemacht, hat er die Liquidität aufgesaugt, entladen. Liquidität hier unten aufgesaugt, wieder nach oben, entladen. Hier genau das gleiche, Liquidität nach oben aufgesaugt, entladen. Es ist ja, ja, dahingehend kein Zufall, dass dieses Muster halt immer und immer wieder passiert. So, das heißt, wir suchen jetzt hier wieder, weil wir jetzt hier wieder gerade Liquidität aufsaugen, nach einem Long Trade. So, haben jetzt hier mehrere Male nach unten gesweept und haben jetzt hier über diesen fraktalen Punkten geschlossen und haben damit jetzt hier unser Signal. So, werden jetzt hier sozusagen Long reingegangen, müssen wir mal den Trade ein bisschen rüberziehen, dass der hier nicht im Weg ist, dann Stop hier natürlich in Slow, wie es im Tradingplan steht. Jetzt ist hier nächster Liquiditätspunkt, aber halt, ich denke mal, dass der nächste Liquiditätspunkt wahrscheinlich sogar hier sein wird. Wir schauen auf H1. Ja, der nächste Liquiditätspunkt hat sich hier gebildet. Okay, das heißt, wir gehen wieder auf M5, nehmen den Trade bis dahin, aber da sehen wir, passt das CAV nicht so, das genügt uns nicht. Das heißt, wir machen wieder genau das gleiche. Messen hier die Hälfte und positionieren uns dann hier mit einer Limit bei den 50%. Guck mal. Ah, na, schade. Ah, das gehört halt auch einfach dazu, dass er uns dann hier ganz knapp nicht abholt und dann in unseren Take Profit rennt. Aber es ist genau das Gleiche. Das ist ja nur eine Bestätigung für unser Muster. Also klar ist es an der Stelle scheiße zu sehen, okay. Wir haben den Trade nicht bekommen, aber in irgendeiner Art und Weise denke ich mir darum, okay, es ist auch wieder eine Bestätigung für mein System, um wieder zu sehen, dass das Ganze funktioniert. Okay, schade. Dann ja, geht es jetzt aber weiter. Guck mal, was er jetzt hier gemacht hätte. Halt, müssen natürlich auch wieder schauen auf 1, dass wir jetzt hier keine neuen Liquiditätspunkte haben. Genau, wir haben jetzt hier den. Den haben jetzt hier aber erstmal noch keinen neuen gesweept. Okay, sind jetzt hier nach 22 Uhr. Das heißt, Ende unserer Trading Session. Das heißt, wir springen jetzt hier sowieso erstmal bis zum nächsten Tag. Und sind jetzt hier am Mittwoch. Damit wäre der Trade jetzt hier auch im Take Profit gewesen, hätte er uns abgeholt. Schade, aber okay. So, das heißt, wir haben jetzt hier erstmal das High der ersten Session, haben direkt drüber noch einen Liquiditätspunkt, haben jetzt hier in der ersten Session noch einen Liquiditätspunkt, haben hier unten drunter noch einen Liquiditätspunkt. So, und damit haben wir erstmal alle soweit umliegenden Punkte. Yes, und starten jetzt den Mittwoch. Wie gesagt, Montag und Dienstag liefen ja so jetzt schon, ja, sehr gut. Bis auf den, die 2,2% hätte ich halt echt gerne noch eingeloggt, aber naja. Wobei ich sehe halt auch gerade, ja, ist hier oben sogar gar nicht. Selbst wenn wir hier reinkommen wären, hätte er hier oben nicht den Take Profit geholt. Der würde ja sogar noch laufen. Er hätte uns dann hier noch reingeholt um 18.20 Uhr. Und hätte uns dann noch den... Ah ne, aber würde ich so trotzdem nicht nehmen, weil ich hätte den Trade dann hier oben an der Stelle, als er kurz vor dem Take Profit war, ich weiß nicht, was er hier schon an Liquidität abgeladen hat, hätte ich ihn halt rausgenommen. So, das mache ich bei anderen Trades halt genauso, dass wenn er wirklich so ein Mikrometer hier oben vor dem Take Profit war oder im Gesamten auch schon den Großteil des Trades gelaufen ist, dass ich dann die Limit rausnehme und mich dann da nicht mehr einstoppen lasse. Das heißt, wie gesagt, den Trade haben wir nicht bekommen. Wir lassen aber trotzdem einfach drin im Chart, dass wir es sehen. Und gucken jetzt hier mal weiter. Haben jetzt hier erstmal den ersten Sweep, den zweiten Sweep und hätten dann hier den Bruch von dem fraktalen Punkt. Hätten dann an der Stelle hier das Signal, dass wir jetzt hier natürlich short reingehen. Stop hier wieder ins High. Jetzt hier ins Low. Ja, da wird aber das CAV halt hinten und vorne nicht passen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier wieder die Hälfte.
So, damit, ja, würde das selbst auch hier nicht passen. Das heißt, wir nehmen dann hier dann als Next Step auch den nächsten Liquiditätspunkt. Ja, aber da hätte er uns hier leider nicht gegönnt. So, gucken wir mal weiter. Okay, jetzt rusht er erstmal komplett nach oben. Wir müssen natürlich jetzt erstmal auch Ordnung halten, die zwei Lines nach drüben verschieben. So, haben jetzt hier erstmal noch keinen Fraktalpunkt gebildet. Mal sehen. Haben hier den nächsten. Nee. Okay, jetzt aber auf jeden Fall, dass wir den jetzt hier haben. So, das hier rein. Und werden dann hier natürlich short. Stop natürlich hier wieder ins High. Und dann gucken wir mal nächster Liquiditätspunkt, beziehungsweise sind wir halt jetzt hier auch wieder voll gegen den Trend. Und könnte jetzt natürlich wieder so, wie es jetzt aussieht, sein, dass wir jetzt hier wieder voll gegen so einen Push reinkommen. Das heißt, wir können auch mal schon hier an eine Ineffizienz, wären das 2,61% an die nächste Ineffizienz, was dann in dem Fall auch vollkommen reichen würde. 2,61%. Genau, weil wenn wir halt sehen, dass wir vollkommen gegen den Trend unterwegs sind, müssen wir nicht immer zwingen, vor allem wenn wir sehen, dass halt, wie gesagt, der nächste Liquiditätspunkt so krass weit weg ist, dass wir nicht zwingend dann unbedingt den nächsten Liquiditätspunkt sehen wollen, sondern uns die nächste Ineffizienz reicht, wenn, wie gesagt, das CAV bis dahin ja, passt. Wir müssen auch sehen, wir haben sogar hier noch einen Liquiditätspunkt gerade gebildet, aber der ist halt jetzt erstmal hier an der Stelle nicht relevant für uns. So. Eigentlich können wir ihn rauslöschen. So, er ist nicht relevant. Wir haben ja sowieso jetzt hier den Short. Er wird jetzt hier erstmal nichts ändern an dieser ganzen Sache, sage ich mal. Und gucken mal, er holt sich jetzt hier die Liquidität, okay. Und lockt den jetzt hier auf jeden Fall ein. Wie gesagt, der nächste Liquiditätspunkt war ja erst jetzt hier unten. Guck mal, was er jetzt hier macht. Er läuft jetzt hier eine ganze Weile. Ja, am Ende hätte er uns jetzt auch noch ein bisschen runter gegönnt wahrscheinlich. Hat jetzt hier nochmal einen Liquiditätspunkt gebildet. Den hier. So, und hat hier noch einen Liquiditätspunkt jetzt gebildet. Sozusagen, an dem wir dann nochmal, wenn wir jetzt da drüber gehen sollten, auf einen Short warten können. Und hier haben wir nochmal einen. Gehen wir auf M5. 18a, gut, es ist auch schon abends jetzt sozusagen. Jetzt mal gucken, ob wir überhaupt noch einen Trade finden. Ah, ne, okay, jetzt beginnt hier Asia-Session. Das heißt, jetzt hier leider dann keinen mehr am Donnerstag, bis auf den einen Win, bis zu dieser Ineffizienz. Und springen dann jetzt hier zum nächsten Tag und sind dann jetzt hier schon am Donnerstag. Ah, jetzt habe ich hier eine Katze zu viel geklickt. So, jetzt sind wir hier am Ende der Asia-Session. Das heißt, erstmal Hi. Und Low der Asia-Session. Das ist ja eine ziemlich große Asia-Session. Man ja eigentlich selten, dass er so in der Asia-Session pusht. Aber haben auch jetzt hier mehrere fraktale Punkte mitten in der Asia-Session. Diese zwei zum Beispiel. So, und dann haben wir erstmal die relevantesten umliegenden Punkte. Guck mal, was er jetzt hier macht. Ja, aber oh, okay, er rennt hier direkt nach oben. Oje, okay. Und hätten dann auch hier direkt unser erstes Signal. Weil jetzt hier mehrere Male nach oben gestreept ist. Alleine hier haben wir schon zwei Streeps. Hier hatten wir schon dann einen Streep von mehreren Fraktalpunkten. Das heißt, das ist auf jeden Fall erfüllt. Und wir hätten dann jetzt hier an der Stelle nur noch auf einen Bruch gewartet, den wir jetzt auch hier bekommen hätten. Jetzt hier natürlich wieder genau das Gleiche. Es hat sich sozusagen bewahrheitet, dass wir gesagt haben, dass wir jetzt hier einen Push bekommen. Also besser, dass wir auch hier das Ding noch ein bisschen Ineffizienz genommen haben. Das heißt, dann machen wir natürlich jetzt hier wieder genau das Gleiche. Insofern, das passt, aber das passt, weil wir haben dann hier bis zur Ineffizienz wieder einen CAV von 2,3 roundabout. Und gucken mal. Ah, okay, sieht aber nicht so aus, ob er uns das gönnt. Ne, okay, er sweept uns hier raus. Hat er uns nicht gegönnt, die Ineffizienz. Er baut halt einfach, wie es aussieht, Liquidität vor der Ineffizienz auf, um sie dann später irgendwann schließen zu können. Muss die Ineffizienzen ja nicht immer sofort schließen. So, hätten dann jetzt hier aber auch direkt unseren Re-Entry, also direkt den nächsten Bruch von einem fraktalen Punkt. Jetzt hier wieder Short. Und gucken wir mal auf H1. Ah, nicht 45 Minuten, H1. Ah, haben nämlich jetzt hier noch einen Liquiditätspunkt gebildet an der Stelle.
Hier müssen wir auch mal Ordnung halten, weil das, den haben wir hier schon gesweept. Und das ist jetzt hier ein Liquiditätspunkt. So, dann können wir jetzt hier mal schauen. Also bis zur Ineffizienz wird jetzt hier auf jeden Fall nicht passen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier, würden den schon bis zum nächsten Liquiditätspunkt nehmen. 1,65%. Guck mal. Ah, ja, okay, sieht nicht so aus. Noch sind wir nicht draußen, der läuft noch, aber hätte uns hier oben wahrscheinlich auch mit Spreach schon rausgehauen. Über Nacht, ja, okay, jetzt sind wir raus hier. Hat er uns jetzt hier, ja, am Donnerstag zwei Trades leider nicht gegönnt. Aber ja, das gehört dazu, wir können halt nicht jede Entladung bekommen und der DAX ist halt auch manchmal sehr assi, wie wir es jetzt sehen. Und lädt sich jetzt hier teilweise ja tagelang, wochenlang auf und gibt uns gar keine Entladung und gibt uns halt gar keine wirklichen Trades. Aber ja, das ist halt einfach so eine Schwachstelle von dem System, so kann man ja ehrlich sagen. Kein System hat nur Stärken, den Heiligen Gral gibt es nicht. Jedes System hat so seine Schwachstellen. So, dann sind wir jetzt hier schon am Freitag, sozusagen aktueller Tag. Ist jetzt hier auch gerade erst um 12, sozusagen gerade mal die Hälfte, roundabout die Hälfte des Tages vorbei. Und dann schauen wir mal, ob jetzt hier heute schon was ging. Oder können wir schauen, wie es jetzt hier im weiteren Tagesverlauf aussieht. Okay, ihr wisst es ja, ich mache das ja gerne für euch, wenn ich jetzt hier schon etwas eher schaffe zu backtesten. Dass wir dann über den Tag hinweg ein bisschen den Markt verfolgen und wie so ein kleines Live-Trading machen. So, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an und sweepen nach unten. Das gefällt mir natürlich erst schon mal extrem gut, weil das natürlich bedeutet, dass wir eventuell hier in Strukturrichtung reinkommen könnten. Kann aber genauso gut bedeuten, dass wir jetzt anfangen, die Liquidität, die wir jetzt hier die ganze Zeit aufgeladen haben, hier immer wieder über den High gegangen sind, nach unten reagiert sind, über den High gegangen sind und nach unten reagiert sind, dass wir jetzt anfangen, diese Liquidität zu entladen nach unten. Also wie gesagt, das war diese Bewegung, die wir mit diesen zwei Trades die ganze Zeit catchen wollten, jetzt aber halt nicht dabei sind, weil er hier oben über Nacht den Turnaround gemacht hat und wir natürlich dann hier den Einstieg nicht bekommen haben. Und jetzt hier uns ja, ein Trade nach dem anderen rausfliegt. So, das hatten wir dann auch schon, dass wir dann wieder genau auf der falschen Seite sozusagen drin sind oder auf der falschen Seite uns immer wieder positionieren. Ja, weil er uns halt vorher einfach keinen anderen Liquiditätspunkt gegeben hat. Aber wie gesagt, das gehört halt einfach dazu. Ja, bisher hätten wir jetzt hier noch keinen Trade, haben jetzt noch keinen Fraktalpunkt gebrochen, außer jetzt an der Stelle um 10.55 Uhr. Wären wir dann hier long reingegangen. So, CAV von 3 bis ins High. Na, okay. Ja, da würde jetzt hier gerade sozusagen noch laufen. Okay, das heißt, ich dokumentiere jetzt erstmal die anderen Trades, dann schauen wir uns gleich schon mal das Zwischenergebnis an. Wie gesagt, da können wir heute jetzt über den Tag hier noch ein paar Trades dazu bekommen. Das Ergebnis ist ja dann noch nicht final. So, ich habe jetzt hier gerade alle Trades bei uns ins Backtesting-Sheet gehauen. Wie gesagt, der eine Trade jetzt hier läuft ja noch. Und wenn wir uns jetzt hier schon mal das Ergebnis anschauen, ist das schon extrem, extrem stark für die Woche. Also wir stehen jetzt hier gesamt bei allen Trades oder mit allen Trades bisher die Woche bei einem Profit von 8,26%, haben jetzt bisher nur einen negativen Tag, nämlich sozusagen gestern den Donnerstag, ansonsten der Montag mit 1,6%, der Dienstag mit 7% und der Mittwoch mit 1,6%, wirklich sehr, sehr stark. Das heißt, wir standen bis vorgestern schon mal bei 9, ja, über 9%. So, das heißt, ja, wäre man in der Challenge gewesen, schon leicht mit Profit, hätte man ja die vorgestern sozusagen am Mittwoch durchgeballert und wäre damit wieder die nächste Challenge durch gewesen hier mit unserem System. Genau, ich gerade derzeit, logisch, ich meine, derzeit läuft das System extrem, extrem gut. Ich bekomme so viele Screenshots von Leuten, die sich bei uns bedanken, die uns ihre bestandenen Challenges und sonst was schicken. Also wirklich sehr, sehr geil. Also macht das sehr gerne weiter. Wir freuen uns dann natürlich, das zu sehen. Und ja, viel mehr gibt es dann jetzt hier zu der Woche erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, der eine Trade läuft jetzt aktuell noch hier. Ich habe den schon eingetragen. Aber wir haben natürlich das Endergebnis noch nicht. Jetzt bloß das mögliche CAV wären jetzt hier 3%. Natürlich wäre das jetzt geil, wenn der noch kommt. Dann wären wir jetzt hier wieder eine weitere Woche über 10%, wie schon die vorletzte Woche hier mit ja, fast 15%. Gut, dass wir so weit kommen, glaube ich jetzt nicht. Aber ja,
Selbst wenn wir jetzt noch zwei Losses bekommen und dann sozusagen hier bei 6%, selbst wenn wir noch drei Losses bekommen und bei 5% stehen, wäre das absolut stark, weil damit wären wir immer noch über unserem wöchentlichen Durchschnitt hier von 4,47%. Weil wir waren schon letzte Woche drüber, waren vorletzte Woche auch drüber über unserem Durchschnitt. Das heißt, ich dachte eigentlich, dass die Woche jetzt mal eine Woche kommt, wo wir dann wieder drunter liegen. Aber ja, das hat der DAX wahrscheinlich aktuell absolut keinen Bock drauf. Daher schauen wir mal. Er baut jetzt hier ganz schön Liquidität gerade auf. Also kann gut sein, dass wenn er vorher jetzt hier nach oben geht, sich das jetzt hier nochmal zieht und wir dann vielleicht mal mit einem Re-Entry reinkommen, irgendwie sowas. Ja, wissen wir nicht. Wir haben keine Glaskugel, daher schauen wir jetzt einfach mal, was jetzt hier rauskommt und schauen uns dann in einem Update alles an. So, jetzt hier ein Update oder ein Schlussupdate. Genau. Also ihr seht es schon, der Trade ist hier auf jeden Fall tatsächlich heute früh in den, oder von heute früh in den Take Profit gelaufen. Genau, also eigentlich hatten wir hier oben angepeilt, aber wir haben es wieder verpeilt, dass hier sich hier ein Liquiditätspunkt gebildet hat, so bis zum nächsten Liquiditätspunkt sozusagen gelegt. Genau, der war hier sozusagen, dann haben wir wieder zu schnell gedrückt hier im Backtesting. Daher wäre das hier valide, auch wenn ich jetzt glaube, dass er jetzt hier noch hochzieht und auf jeden Fall auch der hier mit den 3% gekommen wäre. Aber damit hätten wir dann hier zum Freitag um 15:45 nochmal die 2% eingeloggt und hätten dann natürlich hier jetzt nach Short-Signalen geschaut. So, wir hätten dann auch den zweiten Sweep bekommen und dann hier an der Stelle um 17 Uhr sozusagen den Short-Trade. So, den wäre ich dann aber an der Stelle, weil es dann halt schon zu spät gewesen wäre, nicht mehr eingegangen sozusagen. Und genau, wäre das sozusagen unser letzter Trade der Woche gewesen, sozusagen jetzt mit dem einberechnet, stehen wir jetzt bei einem Wochenendergebnis von 10,35%. Also wenn das absolut stark wäre, weil dann hätte man jetzt ja die Woche wieder in einer einzigsten Woche mit unserem System wieder eine komplette Challenge sozusagen durchballern können mit 1% Risk. Was wirklich sehr, sehr stark ist. Würden jetzt ja auch, hätten wir Anfang letzten Jahres, muss man sich auch durch den Kopf gehen lassen, das ist halt, was ich immer wieder bewusst mache, um mich selber auch zu motivieren, hätten wir Anfang letzten Jahres mit unserem Kontostand wirklich von 10.000 Euro gestartet, was ja heutzutage auch nicht schwer ist zu bekommen durch Fremdkapital und sonst was, und keine Auszahlung gemacht und das System so stumpf jede Woche aufs Neue durchgetradet. Gut, muss man natürlich dazu sagen, man hätte auch jeden Trade bekommen, ist klar, ist nicht möglich, daher plus minus dieses Ergebnis, aber wären wir jetzt roundabout bei 138.000 Euro gewesen, bei einem Kontostand von 138.000 Euro. Das ist ja wirklich komplett gestürzt. Und wenn man vor allem auch schaut, das System, wie konstant es funktioniert, wie die Drawdown-Systems aussehen, zweiter wöchentlich, diese 4-5%, die wir machen, klar heißt das nicht, dass wir jede Woche konstant 4-5% machen, sondern das heißt ja durchschnittlich. So, es sind sehr gerne mal Wochen dabei, da sind wir mal weit im Minus, dann teilweise eine Break-Even-Phase, aber dafür kommen dann halt auch wieder so richtig starke Wochen, die einfach nur ballern, wie jetzt die letzten Wochen. So, das ist halt einfach Trading, so, weil wem das halt nicht passt und wer das nicht aushält, wer sozusagen die schlechten Wochen nicht aushalten kann für solche Wochen, wie wir jetzt haben, wie vorletzte Woche 15%, letzte Woche über 5%, jetzt die Woche 10%. Ja, wer, sage ich mal, diese schlechten Wochen dafür nicht aushalten kann, der ist halt, keine Ahnung, ja, an dem Job besser aufgehoben, weil da hat er konstant jede Woche oder beziehungsweise jeden Monat seinen gleichen Gehalt, seinen geregelten Ablauf, aber das ist halt im Trading nicht so. Das wird man auch so im Trading nie finden, in System, was einem, sage ich mal, so einen konstanten, geregelten Cashflow sozusagen bringt, weil es immer schlechte und gute Phasen gibt. Kein System funktioniert in jeder Marktphase, jedes System hat seine Schwachstellen, erst recht kein System funktioniert für immer. So, man muss natürlich immer schauen, dass man auch Alternativen hat, wenn sein System irgendwann nicht mehr funktioniert, weil Systeme kommen und gehen, beziehungsweise Muster kommen und gehen im Markt, muss man sein System halt immer mal wieder an den Markt anpassen und das halt sozusagen neu ausrichten. So, da ist halt der Knackpunkt dann der meisten Trader, warum die meisten halt nur kurzfristig Erfolg haben und nie wirklich langfristig und nie wirklich konstant. Aber wie gesagt, soll halt auch nicht Thema sein. Daher, ja, war es das jetzt sozusagen für die Woche. Das sind alle Trades. Wenn dazu irgendwelche Fragen sind, unten in der Beschreibung ist unser privater Telegram-Account verlinkt. Da könnt ihr uns gerne jederzeit privat schreiben, sozusagen privat Chat mit uns. Auch wenn ihr erstmal noch keine Frage habt, könnt ihr uns da gerne einfach erstmal kontaktieren mit einem Hey, einem Hallo. Um uns einfach erstmal als Kontakt zu haben, und wenn ihr dann irgendwelche Fragen sonst habt im Trading-Bereich, könnt ihr uns da sehr gerne jederzeit kontaktieren.
Ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall, je nachdem, wenn ihr das Video seht, einen geilen Tag, einen geilen Abend, noch eine geile Woche, eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann spätestens im nächsten Video.